Ja, Leute, jetzt hier mal zum Vergleich von der Optik her. Da haben wir eine alte 3070 Asus TUFG. Die hat hier mit drei Ventilatoren ist. Wenn man sie aber links so aneinander hält, ist sie nur ein kleines Stückchen länger, so gesehen. Und von der Breite her, das ist die 3070. Dann halten wir einmal die 3040 hingegen. Die beiden sind relativ gleich breit, wenn man so anschaut. Obwohl uns die 4070 echt deutlich dicker vorkommt. Das Ganze jetzt hier nochmal in die Mitte schieb. Aber im Endeffekt sind sie ungefähr echt gleich dick. Wir haben hier noch den Unterschied, dass hier nur noch 8 Pin und hier 16 Pin verbaut wurden. Wenn ich halt hier noch so reinschaue, dann sehe ich auch ganz klar, dass die hier deutlich dicker sind als wie davor, also die Kühlgitter. Gut, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Karte mehr Effizienz hat und auch weniger Strom braucht. Das ist echt das ganz, ganz Gute an dieser Karte. Denn wir haben so eine ungefähre Leistung zwischen 3070 Ti und 3080 Ti und haben so den Verbrauch einer damaligen 3070 oder ja, so in dem Dreh um 3060 Ti so dazwischen. Das heißt, diese Karte ist halt extrem auf Effizienz getrimmt. Von den Leistungen her ist sie gar nicht mal so krass angestiegen, aber halt von der Effizienz, und das macht halt schon echt viel aus. Was vor allem zur heutigen Zeit, wo Strom halt echt teuer geworden ist, echt viel ausmacht. Die gute Grafikkarte kommt jetzt in meinen Desktop-PC und die kommt jetzt in meine eGPU. Das baue ich jetzt ein. Vielen Dank fürs Unboxing, dass ihr mir zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao und tschüss.